Grüß Gott und herzlich willkommen zu unser Land. Fischzucht und Gemüseanbau, die haben auf den ersten Blick nichts miteinander gemeinsam, lassen sich aber offenbar ganz gut kombinieren. Das, was die Fische ausscheiden, dient den Pflanzen als Nährstoff. Aquaponik ist der Fachbegriff dafür. Wie das funktioniert, das schauen wir uns heute an und berichten auch noch über folgende Themen. Roboter auf dem Feld, ein Ersatz für fehlende Arbeitskräfte. Und Koriander aus Schwaben, wächst das und schmeckt das? Kühe, Schweine, Hühner machen Mist oder Gülle und damit kann der Landwirt seine Felder düngen. Dieses System klappt aber auch mit den Ausscheidungen von Fischen. Tomaten und Fische zusammen im Gewächshaus. Das nennt man dann Aquaponik, ein innovatives Kreislaufsystem, das sogar von der EU gefördert wird. Die größten Süßwasserfische der Welt, Arapaimas aus Südamerika. Bis zu 2,5 Meter lang und 200 Kilogramm schwer. Sie brauchen nur wenig Futter und wachsen trotzdem rasant. Für Werner Kloas schwimmt in diesem Tank die Zukunft der Fischproduktion. 2/3 aller Fische kommen aus der Süßwasser-Aquakultur. Und da haben wir aber das Problem der Ressource Wasser. Süßwasser, einigermaßen sauberes Süßwasser, was eben für die Haltung der Fische essentiell ist, muss in ausreichender Menge vorhanden sein. Hier am Berliner Mückelsee erforscht Werner Kloas, wie sich bei der Aufzucht von Fischen Wasser sparen lässt. In diesen Bottichen wachsen afrikanische Tilapien zur Schlachtreife heran. Sie sind robust, haben wohlschmeckendes Fleisch und wachsen fast genauso schnell wie die Arapaimas. Ungewöhnlich ist in diesem Glashaus, dass gleich neben den Fischbehältern Tomatenpflanzen in die Höhe ranken und reichlich Früchte tragen. Haben die etwas miteinander zu tun? Die haben sehr wohl was miteinander zu tun. Die Absicht hier ist, dass wir mit dem Fischwasser, mit den Ausscheidungen der Fische, die sie in ihr Wasser in ihren abgeben, die dann als Dünger für die Pflanzen nutzen. Bei Tomaten oder Zucchini ist es egal, ob sie mit Exkrementen von Rindern oder Schweinen gedüngt werden, mit Mineraldünger oder mit den Ausscheidungen von Fischen. Hauptsache, sie bekommen Nährstoffe. Das Fischwasser ist reich an Ammoniak. Das wird hier in mechanischen und biologischen Filtern umgewandelt, über Nitrit und Nitrat zu Ammonium. Gereinigt strömt das Wasser wieder zurück und von dort wiederum durch die Filteranlage. Ein Kreislauf. Doch irgendwann sind zu viele Nährstoffe im Fischwasser. Dann pumpt Werner Kloas es ab, gibt Kalium und Phosphat dazu und leitet es zu den Gemüsepflanzen. Die bekommen nun genau die Mischung, die sie benötigen, um üppig zu wachsen. In Waren an der Müritz steht seit 4 Jahren dieses Gewächshaus. Hier zeigt Werner Kloas, dass Aquaponik nicht nur im Labor funktioniert, sondern dass man damit auch Geld verdienen kann. Auch hier gibt es 2 Wasserkreisläufe. Aber die Pumpen, Rohre und Biofilter sind deutlich größer. Denn die 12 Fischbecken fassen mehr als 26 Kubikmeter Wasser. Darin schwimmen keine Tilapien, sondern afrikanische Welse. Auch sie sind robust, vertragen hohe Besatzdichten und wachsen schnell. Dieser Fisch ist jetzt knapp 6 Monate hier. Wir haben den mit 15 Gramm bekommen und jetzt hat er ein Durchschnittsgewicht von 1,3 bis 1,5 Kilo und geht dann direkt drüben rüber in die Manufaktur zur Verarbeitung. 8000 Fische schwimmen hier. Deren Fäkalien reichen genau aus, um 600 Tomatenpflanzen im Glashaus nebenan zu düngen. Alles ist aufeinander abgestimmt. Selbst das Schwitzwasser der Tomatenpflanzen kondensiert und wird wieder genutzt. Der Wasserverbrauch? 35 Liter je Kilo. Spanische Freilandtomaten schlucken 5-mal so viel. Also was wir hier haben, ist auf ungefähr gut 500 Quadratmeter. Ist ein modularer Aufbau. Das heißt, diese Kombination würde man als Modul ansehen können und würde dann entsprechend das Ganze vergrößern, einfach mal 2, mal 5, mal 10, um eben dadurch eben dann auch tatsächlich die Gesamtproduktivität zu erhöhen. Von einer Pflanze erntet Matthias Anton bis zu 15 Kilogramm. Insgesamt 8 Tonnen Tomaten und 18 Tonnen Fisch liefert die Anlage im Jahr. Das Geschäft läuft gut.
Die Nachfrage ist im Moment größer noch, als wir anbieten können. Wir haben bloß 10 Meter, 15 Meter über den Hof, um die Fische abzuliefern bzw. auch die Tomaten anzubieten. Wir haben quasi eine Direktvermarktung an unserem Fischkaufhaus und können damit natürlich die Zwischenhändlerpreise vermeiden. Die rosafarbenen Filets der afrikanischen Welse sind für den Betrieb eine gute Ergänzung des Sortiments. Die Tomaten ebenfalls. Vor allem, wenn die Kunden mit der Ware auch gleich Rezeptvorschläge in die Hand bekommen. Der Bedarf an Fisch steigt ständig und die Produktion ist eben vor allen Dingen deswegen wichtig. Gerade im Süßwasser, der Süßwasserfisch braucht weniger Protein, um eben Biomasse, um eigenes Protein anzusetzen, weil er ein besserer Futterverwerter ist als das Huhn. Um 1 Kilogramm Hähnchen zu erzeugen, sind 1,5 Kilo Futter nötig. Bei Arapaimas liegt der Futtereinsatz unter 1 Kilo. An jedes Gewächshaus, sagt Werner Kloas, gehört heute als wasser- und düngersparende Ergänzung eine Fischzuchtanlage. Oder umgekehrt. Der Begriff Aquaponik ist übrigens eine Wortkombination aus Aquakultur und Hydroponik. Letzteres bedeutet Pflanzenhaltung ohne Erde. Und das steigern wir jetzt noch und kommen zu Pflanzenanbau ohne Menschen. Zumindest geht es in diese Richtung. Gerade in der Corona-Zeit haben viele Betriebe Schwierigkeiten, genügend Helfer herzubekommen. Eine Lösung: Roboter auf dem Acker statt Menschen. Gleich vorneweg: billig sind diese digitalen Helfer nicht so. 30.000 bis 100.000 Euro plus Steuern sind da gleich beieinander. März 2020 auf dem Biohof Rainer in Petersdorf bei Eichach. Ja, mal so fahren, oder? Wenn jetzt das Feld war, dass man einfach mal aufhören, oder? Christoph Rainer hat sich einen Feldroboter, einen solarbetriebenen Farmdroid, gekauft. Heute ist der erste Einsatz. Es ist natürlich am Anfang einiges, das auch wir lernen müssen, wie man das einsetzen, die Maschine, wie man sie anlernen. Vor allem auch, wie man jetzt noch umgehen mit der, ja, dass halt immer die Verbindung zum Internet und zu so einer Basisstation, die er benötigt, vorhanden ist. Das müssen jetzt wir erst einmal lernen. Sobald er verstanden hat, wie er funktioniert, erhofft er sich von dem Feldroboter große Erleichterungen. Also der hat jetzt hier oben 2 Antennen, der sät total exakt jedes Saatgut aus und hinterlegt es in sein Programm und weiß praktisch vor jedem Saatgut den Standpunkt und kann dann, wenn er auf das gleiche Feld wiederkommt, mit, genau um diese Pflanze rumhacken. Und das ist eigentlich das, was uns Biobauern so viel Arbeit macht, das Unkraut in der Reihe. Gell? Das man ja bis jetzt nur händisch erfassen können oder einfach mit Arbeitskräften, mit Manpower bekämpfen müssen, erwartet man sich, dass uns der Geselle hilft. Da, ja. Mechanische Hackgeräte, die am Schlepper hängen, können nur Unkraut zwischen den Reihen eliminieren. Und chemische Pflanzenschutzmittel sind im Ökolandbau verboten. Doch jetzt soll der Roboter erst mal säen. Aha, ja. Entwickelt wurde der Farmdroid von einem Biobauern in Dänemark. Dort ist man mit Feldrobotern schon wesentlich weiter als in Deutschland. Biolandwirtschaft ist natürlich fortschrittlich. Also ist zumal fortschrittlich, weil man alte, bewährte Sachen wieder neu entdeckt. Und zum anderen, weil man sich auch mit Problemen, die man früher nur eben mit der Hand lösen konnte, jetzt hat sich Gedanken gemacht, wie kann man das schlauer, einfacher machen. Kommt dann sowas raus. Rund 150 Arbeitsstunden pro Hektar rechnet man fürs Unkrauthacken bei Zuckerrüben. Der Roboter spart etwa 2/3 der Zeit ein. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich bin erst zuversichtlich, wenn es läuft. Ob es läuft, wird sich in 4 Wochen zeigen. Dann wird man sehen, ob der Roboter die Pflanzen wiederfindet, die er jetzt säen soll. Mit einem Schlepper wird er zum Feld gefahren. Mitte April zeigen sich schon die jungen Rübenpflänzchen auf dem Acker. Der Farmdroid zieht hier inzwischen schon zum 3. Mal seine Bahnen. Bei der Aussaat der Zuckerrüben gab es ein paar kleine Probleme, die aber Sohn Sebastian in den Griff bekommen hat. Teilweise waren in den Vereinzelungsscheiben Rübenpillen drin geklemmt, dass er dann wirklich zu wenig ausbracht hat. Der hat dann einen Saatsensor drin, der war, sagt mir dann, wenn zu wenig ausgesät wird. Oder dass unten der Roboter lässt es ja mit Hilfe von so einer Klappe wirklich knapp über den Boden fallen, dass diese Klappe kaputt war oder verklemmt war irgendwas. Das waren eigentlich die Hauptprobleme, die wir bei der Aussaat hatten.
Und jetzt? Alles Unkraut erwischt der Roboter noch nicht. Saisonarbeiter müssen nachputzen. Insgesamt jedoch bedeutet er eine große Erleichterung, allein weil er Tag und Nacht im Einsatz sein kann. Wenn die Sonne tagsüber kräftig scheint, reicht die Solarenergie bis zum nächsten Morgen. Vom Prinzip her sind wir begeistert von der Arbeitsweise, die dahinter steckt. Aber natürlich fehlt es an sehr vielen kleinen Details. Wir müssen mit der Maschine noch lernen, umzugehen. Manche Dinge sind ein bisschen leicht gebaut, sagen wir mal, für den täglichen oder für den dauernden Einsatz. Aber vom Prinzip her ist es super, weil wir also ganz früh schon die Reihen jetzt freihacken haben können, wo wir noch nie mit dem Traktor fahren hätten können. Wo wir selbst die Reihen nicht erkannt hätten, ist ja schon die Reihen nachgefahren. Und er hat noch weitere Vorteile. Weil er leicht ist, kann er auch unmittelbar nach einem Regenguss das Feld befahren. Mit seinen 700 Kilo sinkt er im nassen Boden nicht ein. Im Gegenteil. Es hat jetzt 15 Liter gekränkt und dann gibt es oft so eine Schicht, die halt dann verkrustet. Und so halten wir jetzt immer wieder die Schicht locker. Man sieht jetzt, das ganze lockere Erde ist ein Gasaustausch im Boden. Und Nährstoffmineralisierung ist besser. Also wir sind da auf einem guten Weg, finde ich, auf jeden Fall. Digital Farming. Biobauer Rainer ist davon überzeugt. Aber Feldroboter werden auch in der konventionellen Landwirtschaft eine Zukunft haben. Stupide, anstrengende, eintönige Arbeiten, dafür sind Roboter super. Aber wer hat das eigentlich früher erledigt? Knechte und Mägde und auch die Bäuerinnen. Noch bis in die 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die Landwirtschaft auch und gerade für Frauen ein echter Knochenjob. Und trotzdem haben einige nach einem 16-Stunden-Arbeitstag noch Zeit gehabt für ein Hobby. Jeden zweiten Donnerstag treffen sich 35 Damen aus dem Landkreis Neustadt-Aisch-Bad-Windsheim in dem kleinen Dorf Buchheim am Rand des Steigerwaldes. Alle 35 sind sogenannte Ortsbäuerinnen. Das heißt, sie leiten jeweils in ihrem Dorf den Ortsverein des Landfrauenverbandes. Es gibt in der Bundesrepublik fast 12.000 solcher Ortsvereine und natürlich ebenso viele Ortsbäuerinnen. Keine andere Frauenorganisation kann hierzulande mit einer auch nur annähernd vergleichbaren Funktionärstruppe aufwarten. Diese 35 Ortsbäuerinnen haben ein gemeinsames Hobby, den Gesang. Hohen Himmel, ein leuchtendes Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Abgesehen von der Tatsache, dass gerade die Ortsbäuerinnen so musisch sind, fallen hier zwei Dinge auf. Chorleiterin Eva Schwarz, Orts-, Kreis- und Bezirksbäuerin und Kreistagsabgeordnete, ist nicht etwa Gutsherrin, sondern Nebenerwerbsbäuerin mit 6 Hektar Land. Und wie sie kommt der ganze Chor aus der für das westliche Mittelfranken typischen klein- und kleinstbäuerlichen Landwirtschaft. Heile Welt, sangesfroher Bäuerinnen. Klein und zäh unterm Eise, es träumt der Wald einen tiefen Traum. Es ist für uns eine Zeit angekommen, sie bringt uns eine große Freude. Über Schnee glänzt der Feld, wandern wir durch die weite weiße Welt. Keine einzige dieser Szenen ist gestellt. Bäuerinnen bei der Arbeit. Seit Generationen hacken Frauen Kartoffeln und Rüben, drücken sich die Männer um diese stupide Arbeit, die sie für frauengerecht halten, weil sie keine geistigen Anforderungen stellt. Wo immer sich Landarbeit technisieren lässt, sitzt der Mann am Hebel. Die Frauen sind dankbar, wenn sie neben Haushalt und Kindererziehung als Handlanger und Hilfsarbeiter zur Mehrung des Wohlstandes beitragen dürfen. Dieser Satz ist keinesfalls ironisch gemeint. Die Agrarsoziale Gesellschaft hat ermittelt, dass der weitaus überwiegende Teil der Bäuerinnen diese Art der Arbeitsteilung für richtig hält und keinen Grund sieht, sich zu beschweren. Mhm.
Der Bauer, der seine Frau über den Haushalt und die Mitarbeit in der Landwirtschaft hinaus belasten möchte, kann dafür sogar mit dem Gütezeichen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft bedacht werden, wenn nämlich sein Hof wenig oder gar nicht spezialisiert ist. Immerhin hat die Bäuerin den großen Vorteil, dass sie zum Geldverdienen durch Urlaub auf dem Bauernhof nicht das Haus verlassen muss, sondern sich neben den Fremdenzimmern noch dem Kuhstall widmen kann, der ihr aus Tradition untersteht, weil sie, wie der Bauer zu sagen pflegt, für die Milch eine so glückliche Hand hat. Den Rest ihres 16-Stunden-Arbeitstages kann sie frei gestalten zwischen Schweinestall, dem eigenen Haushalt und der Versorgung ihrer Urlaubsgäste und so weiter. Die Agrarsoziale Gesellschaft stellt nüchtern fest, der Gesundheitszustand der Landfrau ist allgemein schlecht, ein Gesundheitsbewusstsein kaum vorhanden. Kaum eine Bäuerin geht regelmäßig zum Arzt, oft nicht einmal bei massiven Beschwerden. Als Gründe dafür nennt die Agrarsoziale Gesellschaft Überbelastung durch Familie, Haushalt und Mitarbeit in der Landwirtschaft, verbunden mit dem Gefühl der Bäuerin, an sich selbst dürfe sie zuletzt denken. Erholungsheim für Bäuerinnen des Bayerischen Bauernverbandes in Osterhofen bei Bayerischzell. Urlaub und Erholung hätten nötig, wenn man die Ermittlungen der Agrarsozialen Gesellschaft zugrunde legt, rund 180.000 Bäuerinnen in Bayern. 35 Landwirtsehepaare verbrachten im November 1975 den ersten Urlaub ihres Lebens in Osterhofen. Diese Frauen hatten in ihrem Leben nur dann eine Arbeitspause, wenn sie im Kindbett lagen. Immer mehr Bauern werden ledig bleiben müssen, wenn den Frauen nicht endlich selbst das gelingt, was die amtlichen Berater bis heute nicht geschafft haben, dem Bauern klarzumachen, dass Landwirtschaft im 20. Jahrhundert nicht gleichbedeutend ist mit Knochenarbeit und Schinderei der Frau. Da hat sich doch seitdem einiges zum Positiven verändert. Aber ob sich junge Bauern jetzt wirklich leichter tun, eine Frau zum Einheiraten auf den Hof zu finden, ich weiß es nicht. Dass sich die Landwirtschaft aber immer wieder verändert und auch verändern muss, das lässt sich auch an den Kulturen erkennen, die heute auf unseren Feldern wachsen. Klar, immer noch Kartoffeln, Getreide, Mais oder Zuckerrüben, aber das kann ja fast jeder. Manche sind da ein bisschen wagemutiger. Kräuterspezialist Johannes Schiele lässt von Vertragslandwirten Petersilie anbauen, in rauen Mengen. Aber auf 40 Hektar Fläche wächst im Auftrag seiner Firma ein Kraut, das zwar so ähnlich aussieht wie Petersilie, aber etwas ganz anderes ist: Koriander. Landwirt Florian Wiebel kannte die exotische Gewürzpflanze vorher nicht. Ich will immer was Neues ausprobieren und es hat sich das mit dem Koriander so ergeben. Und das habe ich jetzt heuer probiert und bin eigentlich sehr zufrieden bis jetzt. Er ist ein wenig eigenartig im Geschmack. Also Petersilie, der ist mir lieber wie Koriander. Aber beim Mähen riecht er sehr intensiv. Der eine will es, der andere nicht so. So sind halt die Geschmäcker. 2006 fing die Kräuterfirma Schiele im Donau-Ries mit dem Korianderanbau an. Eine Herausforderung, denn die Pflanze ist empfindlich. Alles das, was nicht einfach ist, ist für uns immer vielversprechend, weil man sich damit auseinandersetzen muss. Und wenn man sich dann mal in die Kultur reingearbeitet hat, dann funktioniert es ja auch. Heute ist es nach etlichen Regentagen wahrscheinlich noch zu nass zum Ernten. Trotzdem ein Versuch. Der Kräuterbauer hat vor der Saat hier ein Herbizid gespritzt. Kurz vor der Ernte hat er das Unkraut per Hand entfernt. Bis jetzt hat sich der Koriander gut entwickelt. Alles entscheidend ist jedes Jahr die Witterung. Wenn die Pflanze Hitze und Temperatur bekommt und auch viel Sonne, dann fängt sie schnell an, Samen zu bilden. Und wir wollen ja genau das Gegenteil. Deswegen hoffen wir immer auf ein mildes Frühjahr oder auch einen relativ milden Herbst mit genug Wasser. Den Kräutervermarkter interessieren nur die Korianderblätter. Nach dem ersten Schnitt heute wird in ein paar Wochen noch einmal geerntet. Das Ziel sind 2400 Kilo getrockneter Koriander bei zwei Erntedurchgängen auf diesem Feld. Anschließend macht der Landwirt eine Neuansaat für eine zweite Runde im Herbst. Nach der Ernte muss das zarte Kraut schnell in die Fabrik. Der Großteil wird nach der Trocknung exportiert. Nach Korea, China, Brasilien oder in die USA. In Deutschland landet die Gewürzpflanze in Asia-Fertiggerichten oder Currypulver. Beim Qualitätsbeauftragten der Firma und in externen Labors wird die Ernte untersucht.
mikrobiologisch, auf den Wassergehalt und auf Spritzmittelrückstände. Schaut nicht schlecht aus. Ist das der von der aktuellen Produktion? Das ist der von der aktuellen Produktion, ja. Die Analysen sind nötig, weil die Abnehmer genau vorschreiben, wie der Koriander beschaffen sein muss. Ja, es wird vorab eine Spezifikation ausgemacht. Und an die müssen wir uns halten. So ist es, ja. Und deswegen überprüfen wir das, ob wir diese Ware an diesen Kunden verkaufen können. So akzeptiert einer der Abnehmer einen höheren Wassergehalt als der andere. Dazu kommen noch ganz unterschiedliche Vorschriften zur Mikrobiologie. Zum Beispiel, was Salmonellen oder Schimmel betrifft. Vor allem große Konzerne wie Unilever fordern rückstandsfreie Ware. Das Hauptproblem sind die Pflanzenschutzmittelrückstände, weil sie sowohl im europäischen Markt eine Zulassung haben müssen, wie auch an dem Markt, in dem wir es verkaufen. Und da gibt es eben oft Probleme. Deswegen muss man dann die richtigen Chargen für die richtigen Länder raussuchen. Weil man das hier gründlich macht und über das nötige Know-how verfügt, hat der schwäbische Koriander am Weltmarkt Erfolg. Man stellt sich das so einfach vor, man nimmt warme Luft, trocknet ein Gewürz. Aber mit diesen ganzen Industrieanforderungen, die wir erfüllen müssen, muss man seinen Prozess richtig im Griff haben und muss ihn auch von Anfang bis Ende verstehen. Zurück zur Verarbeitung. Die Korianderstiele wurden inzwischen abgetrennt. Jetzt geht es in die Trocknungsanlage. Der intensive Duft und der Geschmack verlieren sich bei der Trocknung, auch wenn man versucht, das Aroma so weit wie möglich zu erhalten. Wer Koriander in der Küche verwenden will, sollte, wie hier im vietnamesischen Bistro, das frische Kraut wählen. Der Koriander, der dominiert, der kommt praktisch überall rein. In die Salate, in die Suppen, in die Nudelsuppen, in Huhn, in Rind, in Fisch, also eigentlich überall. Auch in das vietnamesische Nationalgericht, die Pho Bo-Suppe. Dort kann sich die bittersüße Schärfe des Korianders gut entfalten. Und dekorativ ist er obendrein. Es mögen immer mehr Leute. Weil ich denke aber auch durch die ganzen Asienreise, speziell jetzt Thailand und Vietnam, lernen die das lieben. Frischer Koriander eignet sich auch für weniger exotische Gerichte. Was hierzulande so gut wächst, passt auch in die heimische Küche. Zum Beispiel in jeden Salat. Die Kräuter sind seit der Corona-Krise übrigens besonders stark gefragt. Das Geschäft brummt, denn sie werden in Fertiggerichten verwendet. Und viele, die sich daheim jetzt selber verköstigen, statt ins Restaurant zu gehen, kochen nicht wirklich selbst, sondern greifen gerne zu Fertiggerichten. In Deutschland gibt es rund 120.000 Hektar Land. Die sind früher als militärisches Übungsgelände verwendet worden. Von der Bundeswehr, den Russen oder den Amerikanern. Heute gelten sie als nationales Naturerbe wegen ihrer vielfältigen Flora und Fauna. Aber wenn man diese Flächen komplett der Natur überlässt, wächst alles ziemlich schnell zu, außer man hat das richtige Gegenmittel. Bis 1993 haben die amerikanischen Streitkräfte hier Schießübungen veranstaltet. Heute ist das 400 Hektar große Gelände bei Tennenlohe ein Naturschutzgebiet. Besitzer ist die Bundesstiftung Umwelt. Johannes Marabini von der Naturschutzbehörde beim Landratsamt Erlangen kümmert sich drum. Doch eine sinnvolle Nutzung ist gar nicht so einfach. Landwirtschaft ist hier nicht möglich. Es war ja ein Truppenübungsplatz früher. Die Fläche ist mit Munition belastet. Und es wäre schlicht und ergreifend unmöglich, hier mit schwerem Gerät auf die Fläche zu gehen und irgendwie zu mähen oder zu pflügen oder sonst irgendwie einzugreifen. Um die Fläche zu pflegen, wurden Przewalski-Pferde ausgewildert. Typische Steppenbewohner und Grasfresser. Doch sie alleine schaffen es nicht, den Bewuchs im Zaum zu halten. Die Lösung haben diese drei Männer. Mit einem gemeinsamen Hobby. Ziegen. Vor ein paar Jahren haben sie mit 16 Tieren angefangen, die Verbuschung hier zu stoppen. Über 90 Hektar des Truppenübungsplatzes sind eingezäunt und in mehrere Weideflächen abgeteilt. Mittlerweile leben über 100 Tiere hier. Das ganze Jahr über, Sommer wie Winter. Es sind Pfauenziegen, eine alte Rasse aus der Schweiz. Der Name kommt vom rätoromanischen Pfaven, was so viel wie Flecken bedeutet. Daraus wurde dann Pfauen. Im Moment sind wir dabei, die Herde zu vergrößern, also zu züchten, zu selektieren. Nach Möglichkeit halt nur die wirklich starken Tiere weiter zu züchten. Das Problem ist halt bei den Ziegen, die sind lange Jahrhunderte oder Jahrzehnte auf Milch oder auf irgendwas gezüchtet worden und nicht wirklich auf Robustität. Und das ist das, was wir jetzt hier machen. Wir züchten die Tiere
wirklich auf Stärke, so dass die hier draußen fressen können und halbwild leben können. Für den Winter wurden als Unterstand im angrenzenden Wald lediglich ein paar Zelte aufgestellt. Mehr brauchen die robusten Ziegen nicht. Nur um den Nachwuchs muss man sich ab und zu ein bisschen kümmern. In einem ehemaligen Handgranatenwurfstand haben ein paar Ziegenmütter mit ihren Kitzen Unterschlupf gefunden. Wer von den Kleinen zu wenig Muttermilch erwischt, bekommt ein Fläschchen. Ja, natürlich. Der hat keine Mutter zum Säugen. Denn seine Mutter hat ein krankes Euter gehabt. Die ist wieder bei der Herde und er wird jetzt mit der Flasche aufgepäppelt. Der ist jetzt so 3 Wochen, wird er jetzt knapp. Die Zahl der Kitze schwankt. Vor 2 Jahren waren nur 14 Geißen trächtig und haben nur 10 Kitze durchgebracht. Vermutlich haben Füchse die Jungen geholt. Heuer gibt es 40 Kitze. Ein paar kritische Phasen im Jahr, das ist zum einen, wenn Kitzgeburten sind. Da kann es durchaus passieren, dass auch Kitze mal verschwinden. Und das zweite ist, wenn Futterumstellung ist. Also im Winter haben die ja eine sehr magere Kost. Und wenn dann im Frühjahr wieder viel eiweißhaltiges Grünzeug nachwächst, dann kann es passieren, dass die Ziegen von Durchfallen geplagt sind oder so. 2-mal im Jahr gibt's Pediküre, damit die Klauen gesund bleiben. Eigentlich ist für diese Rasse ein felsiger Untergrund ideal. Doch der weiche, sandige Boden scheint ihnen nichts auszumachen. Noch nie haben die Ziegen bisher auf diesem Gelände zusätzlich gefüttert werden müssen. Denn wenn das Gras im Winter weg ist, gibt's immer noch genügend Sträucher. Doch ist diese Tierhaltung hier auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz irgendwie auch rentabel? Naja, wenn Sie den materiellen Aspekt meinen, dann natürlich nicht. Wir vermarkten ja auch nichts. Das heißt, wir verkaufen keine Ziegen, wir produzieren nichts. Von daher lohnt sich's natürlich nicht. Ein großer Vorteil für uns ist halt, dass wir Ziegen halten können, ohne eigenes Land vorhalten zu müssen. Und wir haben einen Vertrag mit der unteren Naturschutzbehörde bzw. mit dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der erstattet uns aus Ausgleichsgeldern unsere Unkosten. Das heißt Tierarztkosten, Kosten für Unterstände, das bekommen wir erstattet. Eine Beweidungsprämie gibt es nicht, denn die Besitzer sind keine Landwirte. Die Ziegen nur ein Hobby. Den Tieren ist das egal. Sie fühlen sich hier wohl. Nur einen Haken hat die Sache. Es kann natürlich immer passieren, dass eine Ziege ausgerechnet auf einen Zünder tritt und dann explodiert die Granate, die noch im Boden liegt. Aber die Gefahr ist relativ, wir schätzen sie als gering ein, weil die Tiere leicht sind. Bisher ist so etwas auch noch nie passiert. Von sicheren Spazierwegen aus, die garantiert munitionsfrei sind, kann man, wenn man Glück hat, die Pfauenziegen beobachten. Eine seltene Rasse, von der es europaweit nur noch etwa 300 Tiere geben soll. So, das war's schon wieder für heute. Wenn Sie sich unsere Beiträge nochmal anschauen wollen, die finden Sie im Internet unter br.de unser Land, bei YouTube oder auch in der BR-Mediathek. Und Sie können über unsere Themen diskutieren bei Facebook. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn Sie wollen, zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiederschauen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.